Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute den 29. Oktober. Ja, den 29. schon. Das macht zack. Und dann haben wir ein paar Tage schon wieder November. Und dann, wie das so ist, dann schießt Nikolaus Weihnachten einfach so aus der Erde. So lange ist er nicht mehr. Ja, das wollte ich euch aber gar nicht gesagt haben. Das wisst ihr garantiert selbst. Wir haben mittlerweile 21:45 Uhr, schon spät am Morgen, früh am Tag, wie auch immer. Ja, mittendrin fällt mir mein, du könntest ja mal guten Morgen sagen, ne? Ich habe jetzt oben schon das Schlafzimmer gesaugt und Betten gemacht, die Kinderzimmer, die Betten gemacht und durchgelüftet, die Wäsche, dreckige Wäsche da rausgeholt. Beziehungsweise den Haufen, den sie mir da hingelegt haben. Die Treppe runtergesaugt, oben den Flur gesaugt. Und jetzt sieht sie unten aus wie, als wenn ich aufräumen müsste. Ja, ich muss dringend waschen. Das habe ich jetzt am Samstag nicht gemacht, aber so schlimm ist das ja nicht. Handtücher falten, aufräumen, Spülmaschine aus- und wieder einräumen. Staub putzen, das Badezimmer putzen. Ja, ich habe so einiges zu tun, aber das geht ja, rubbel de Katz, wenn man einmal dran ist und dran bleibt. Ja, wie war meine Nacht? Meine Nacht war ganz ruhig. Meine Nacht war wundervoll. Nicht. Ich lief seit ein paar Tagen, aber nicht, das ist nicht jeden Tag, sondern mal immer irgendwie wieder. Nicht nur, dass ich gestern spät eingeschlafen bin. Wie die Kinder, ja, unsere Ferien sind seit heute vorbei. Genau, aber wie die Kinder, die eben ja, sich wieder an den anderen Rhythmus gewöhnen müssen, obwohl ich nicht anders im Bett gegangen bin als sonst, keine Ahnung, ich konnte voll schlecht einschlafen. Dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich um 2 Uhr wieder wach gewesen, schön bis 4 Uhr. Tja, ich bin dann echt hellwach, kennt ihr das? Also ich hasse ja meinen Kopf, ne? Kann er sich nicht einfach hinlegen und die Fresse halten? Nee, geht nicht. Dann habe ich das so, dann denke ich an irgendwas und dann denke ich da so extrem dran, dass ich dann hellwach bin. Aber ich kann das auch nicht unterdrücken. Ja, aber das ist, wenn man jetzt so einiges im Kopf hat, was noch ansteht, was man noch erledigen muss und, da ist das, denke ich mal, normal. Wir haben ja gestern die Kürbisse ausgeschnitzt und warum auch immer, habe ich dran gedacht, die stehen ja auch vor der Tür schon. Stell dir mal vor, du kommst jetzt heute raus. Und dann hat irgendein Blödmann, weil es gibt ja einige, die irgendwelche bekloppten Ideen haben, haben die zertreten. Wie traurig, egal ob das bei uns ist, egal ob das woanders ist, wie viel Mühe geben sich die Kinder, um den Kürbis, also wieso, ich rede jetzt mal von uns, weil von anderen kann ich ja nicht reden, den Kürbis selbst auszusuchen, sich dann ein Gesicht dazu auszusuchen, den dann aushöhlen und schnitzen lassen, weil die können das ja noch nicht. Die versuchen zwar, aber das mit dem Messer und alles, das ist noch nicht so meins. Die haben zwar so Kinderwerkzeug, da fangen sie auch mit an, aber irgendwann, ne, da machen wir dann halt weiter, weil sie dann keine Lust mehr haben. Was ist das denn hier? Und mit wie viel Liebe und was nicht alles, da kommt irgend so ein Vollidiot und macht es kaputt. Toi, 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 ist bei uns noch nie passiert. Aber einmal ist immer das erste Mal. Wie traurig sind die dann? Über so eine Scheiße. Ja, in Anführungsstrichen Scheiße, mache ich mir dann Gedanken. Hasse alles für die, wenn wir hier Halloween machen. Es kommen nur meine Eltern, meine Schwester. Aber in solche Sachen, und da ist noch ein Termin, da ist noch ein Termin. Hasse da alles, was muss er da und... Ja, und dann bin ich hellwach, ne? Und ich kann das dann auch nicht unterdrücken. Und dann bin ich dann irgendwann nach gefühlten 799 Mal drehen und wenden eingeschlafen, wollte mich heute Morgen umdrehen und sehe, wir haben 5.58 Uhr und um 6 Uhr geht mein Wecker. Ich war müde, aber es hat heute alles super geklappt. Auch die Kinder, muss ich sagen. Ich denke mal, das kommt morgen. Montags sind wir eigentlich immer gut drauf und auch gut in der Zeit und es klappt alles, aber dienstags fängt das dann so an, dass das dann nicht so rund läuft, aber so ist das. Kein Tag ist wie der andere. So, jetzt habe ich genug gejammert. Ich wollte euch guten Morgen sagen, weil ich bin ja ein netter Mensch, ja.
Und jetzt werde ich weitermachen. Ach, übrigens, das Gespenst, was gestern noch an der Tür hing, da die komische Fratze, der Ballon, hängt jetzt oben bei Emma am Fenster, weil ich mich sehr beobachtet gefühlt habe. Weil wenn ich aus dem, oder wir aus dem Badezimmer kommen, oder in der Küche stehen und du bist mal nicht voll bekleidet, weil, ja, man läuft ja auch mal aus dem Badezimmer und hat nicht T-Shirt, Pulli und so weiter an oder mal einen Bademantel drüber. Kam ich mir doch sehr beobachtet vor, weil die Nachbarn gegenüber direkt bei uns reingucken können. Und die könnten ja auch an dem Gespenst vorbeigucken. Und da habe ich gedacht, nee, da machst du das weg. Also da habe ich jetzt nicht auch noch Bock, drauf zu achten, wie läuft man hier rum oder ne, was macht man da gerade oder sonstiges. Ja, da habe ich das jetzt oben ans Fenster gehangen. Und die Emma auch Deko. Und jetzt werde ich loslegen, sonst schaffe ich da nicht. Weil, wie gesagt, gleich 10 Uhr und die Kinder kommen schon fast wieder. So, wir haben jetzt genau 2 Stunden später, 10 vor 12. In 10, 20, 25 Minuten muss ich schon wieder los. Ich bin jetzt hier Joghurt am Essen und Udos Tabletten noch am Machen. Ich habe wirklich alles geschafft, was ich machen wollte. Oben gesaugt, Wäsche bei den Kindern aus dem Zimmer geholt. Flur und so weiter habe ich euch ja gesagt. Hier unten ist alles aufgeräumt, Staub geputzt, Handtücher gefalten, Wäsche gewaschen. Ich muss jetzt noch 1, 2, 3, 4 Maschinen waschen. 5 Maschinen waschen, genau. Schwimmtaschen sind für morgen gepackt, weil morgen ist ja wieder Schwimmen. Badezimmer ist geputzt. Kann ich mich nicht beschweren, oder? Ja, wie gesagt, jetzt genieße ich noch die 25 Minuten und dann habe ich wieder Action im Haus. Tada! Es ist Kerzenzeit. Wie soll es bei mir auch anders sein, ne? Die Kerze ist schon fast abgebrannt. Jo, schön ist sie. Und mal drehen, Mann. Ah, hupsalala, die Kamera sieht alles so weit weg aus. Da guckt mein schönes Eichhörnchen. Und der Kürbis hier. So, jetzt muss ich hier Handtücher falten. Die erste Maschine von 3 ist jetzt fertig. Also die nächste. Nein, jetzt muss ich überlegen. Das ist gerade eine Waschmaschine. Die trocknet gleich und dann kommt noch mal eine rein. Und dann bin ich fertig für heute mit Waschen. Und hier trocknet die Wäsche drin, weil draußen wäre sie wahrscheinlich morgen steinhart. Ja. Hier, Roller der Waldfee, jetzt fällt mir nicht um hier. Ja, wir haben mittlerweile immer noch 4:15, weil die Uhr immer noch nicht gestellt ist. Nicht, weil sie nicht umgestellt wurde, sondern weil sie immer noch keine Batterien hat. Ja, wir haben jetzt um 16 Uhr, meine ich. Und Udo kommt jetzt gleich von der Arbeit. Und dann werde ich dem erstmal schön einen Tee kochen. Denn der arme Kerl hat auf Arbeit keine Heizung gehabt. Er musste mit dicker Jacke arbeiten. Hoffentlich kommt nicht da die Männergrippe. Deswegen gebe ich gleich erstmal einen schönen Tee. Ja, ich werde jetzt die Handtücher falten. Der erste Schul- und Kindergartentag war super. Wir haben heute schon alle Hausaufgaben gemacht, die wir machen mussten, sollten, konnten. Das ging heute ganz fluxi. Dann haben die Kinder schon mal Kartoffeln mit Soße gehabt und jetzt im Ofen sind aber die Hähnchenstücke, Keule und Flügel und Unterschenkel. Da hatte ich mal so einen Mix geholt. Und die sind jetzt im Ofen und müssten fertig sein, wenn der Udo nach Hause kommt. Ich bin ja eine nette Freundin. Ja, hin und wieder zumindest. Ist ja bald Weihnachten. Ja, es wird schon dunkel. Habt ihr schon rausgeguckt? Es wird schon dunkel. Man hat das Gefühl, heute wurde gar nicht wirklich hell, aber kalt ist das. Das ist so nasskalt. Ich habe ja erst die Wäsche draußen aufgehangen. Und dann waren die irgendwann so steif und dann sagte Lenny, was hast du denn? Ich sag, komm mal her. Und dann habe ich die Hand bei ihm im Pulli getan. Da hat er geschrien, du bist kalt, hau ab.
Na, wunderbar, ne? Musste ich erst mein Handbad machen, dass ich die Finger alle auseinanderkriege. Ich labe heute wieder ein Mist. Ich alter Quatschkopf. Genau, jetzt wollen wir mal hier Handtücher falten und die Schwimmtaschen zu Ende packen. So sieht unser Abendessen aus. Ich habe mir noch ein bisschen Soße weggenommen und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben heute den 30. Wir haben heute Dienstag und 8:30. Ich bin mal früher als gestern da. Ja, es ist so dunkel, weil es so dunkel ist. Ich könnte ja Licht anmachen, aber dann erkennt ihr mich ja. Und das möchte ich nicht. Ja, meine Nacht war gut. Ich musste nur einmal raus. Aber sonst habe ich geschlafen. Ich habe klar zweimal auf die Uhr geguckt. Aber das mache ich ja sonst auch. Und ja, heute Morgen dachte ich dann nochmal, Wecker, willst du mich verarschen? Aber es war gut. Und das hat heute Nacht geschüttet. Das hat geregnet, echt. Halleluja. Und heute sind Sturmböen gemeldet, den ganzen Tag bis morgen früh. Ja, hoffentlich, weil abends wollen wir ja dann mal mit den Kindern in die Stadt. Boah, mir juckt das Auge. Immer wenn ich die Kamera habe, juckt das Auge. Naja, egal. Wir warten erstmal ab. Ich werde mich jetzt gleich mal an, wie heißen die, Macarons dran begeben. Mal gucken, ob mir das wird. Ich weiß es nicht. Hier habe ich noch nie gemacht. Sieht ja immer generell alles einfach aus. Und ob es das dann so wird, das weiß ich nicht. Ja, Schwimmtaschen sind im Auto und dann kommen wir heute im Kindergarten an die Erzieher. Gehen Sie heute mit als Helfer? Ja, Gott sei Dank, jetzt sind kaum Leute da. Klar, jetzt ist ja Krankheitsphase, ne? Ich habe keine Ahnung, wie das heute abläuft. Ich lasse mich da selbst überraschen. Und ja, Lust habe ich nicht wirklich, wenn man weiß, was man noch alles zu tun hat, aber was man nicht alles für die Kinder macht. Genau. So, und was ich jetzt extrem in letzter Zeit habe, aber so seit einer Woche, trockene Lippen und trockene Hände da. Jetzt fängt die Zeit wieder an, das nervt mich ein bisschen. Ich meine, Lippen geht ja noch, nee, das tut auch weh. Aber Hände, ganz schlimm. Dadurch, dass ich ja so oft, jetzt wollte ich gerade sagen, mit Wasser spiele. Nee, aber man wäscht sich die Hände, man spült da was ab und dies und dann mit meinen Gesichtstüchern, jetzt sind ja Mikrofasertücher, die kleben dann da immer dran. Boah, das mag ich überhaupt nicht. Das ist wiederum eklig und ich kann die Creme, Creme, Creme und die sind irgendwie trotzdem rau. Keine Ahnung. Ja, was steht sonst an? Ich werde jetzt die Wäsche abnehmen, die ist nämlich trocken. Der Udo hat gestern den Winter eingeläutet. Wir haben seit gestern die Heizung an. Vorher ging das immer noch. Aber das war dann doch was zu kalt in den Kinderzimmern. Was heißt zu kalt? Bevor das zu kalt wird. Etwa kühl. Ich meine, die haben sich zwar immer dick eingemümmelt, ja, aber das kann das ja dann auch nicht sein. Dann haben wir mal die Heizung angemacht. Erstens ist die Wäsche trocken und zweitens ist das so schön warm hier, wenn du von draußen reinkommst. Schön. Und dann habe ich immer so einen Knall. Meine Mutter fragt schon, ob ich in den Wechseljahren bin. Mir ist kalt. Udo macht ja gestern die Heizung an. Und dann gefühlt nach 5 Minuten könnte ich schon wieder alle Fenster aufreißen. Dann ist es kalt, dann mache ich die wieder zu. Und so geht das ungefähr den ganzen Tag. Ja, es nieselt draußen. Ja, aber sonst ist auch nichts, nichts Neues, nichts anderes. Wäsche abnehmen, einmal kurz hier durchgehen und dann, ja, will ich die komischen Dinger da mal backen. Mal gucken, ob sie mir gelingen. Das ist heute unser Abendessen. Kartoffelbrei mit Spinat und ja, eigentlich Spiegelei. Aber da ich heute so viele Eier verbraucht habe und davon nur das Weiß brauchte, habe ich das Eigelb geschlagen, noch 2 Eier drunter und dann hat der Udo Rührei gekriegt. Hallöchen, da bin ich wieder. Heieiei, war der Tag heute anstrengend. Anstrengender oder sagen wir mal, ich habe nicht gedacht, dass ich so viel unterwegs bin.
Ich habe heute Morgen schon nicht so viel geschafft, weil ich ja hier diese Macarons versucht habe. Und ja, die sind mir soweit auch was geworden. Die sind super lecker. Also die sind jetzt schon fast aufgegessen, bevor ich sie weiterverwenden kann. Dann habe ich ja den Lenny abgeholt. Dann sind wir zusammen mit Emma schwimmen gewesen und im Kindergarten. Und ja, dann nach dem Schwimmen habe ich den Lenny dann weggebracht zum Kumpel. Da haben wir uns dann auch noch was verquatscht. Und ja, dann habe ich dann erstmal überlegt, war schon kurz vor 4, was machen wir heute zu essen? Ja, habt ihr ja gesehen, es gab Kartoffelbrei mit Spinat und ja, Spiegelei oder Rührei. Und ja, da mussten wir aber noch Spinat holen. Also sind wir dann nochmal einkaufen gewesen, Emma und ich. Ja, und als wir zu Hause waren, meine Bude, die steht Kopf, die Ständer mit Wäsche stehen immer noch da. Was denn, Emma? Lass die Tür mal zu, bitte. Nicht immer auf und zu machen jetzt. Ja, sofort. Und ja, die Bude steht Kopf, die Ständer mit Wäsche stehen hier noch, weil da ein, zwei Teile noch nicht trocken waren. Ich habe heute den ganzen Tag solche Kopfschmerzen. Es ist jetzt gerade so stürmisch bei uns. Es war ja den ganzen Tag schon mal windig. Aber jetzt stürmt das gerade so richtig. Ja. Und jetzt gerade ist auch wieder so eine schöne Böe. Es regnet und ja, vor allen Dingen haben wir irgendwie in den Nachrichten gesagt, dass so, ich sage jetzt mal auf unserer Seite, westlich, ja, wir mit Sturmböen und Regen und teilweise auch Schneeregen zu kämpfen haben und in Berlin mal 21 Grad sein sollen, ne? Und das in Deutschland. Also ich kann mir das immer nicht vorstellen. Ist aber auch mal spannend zu hören. Aber jetzt weiß ich wenigstens von dem Wind her und alles, wo meine Kopfschmerzen herkommen. Und die ärgern mich heute. Und ich mag das immer nicht, wenn hier vorne so eine Schädeldecke sind, so eine Stirnbereich, so wollte ich sagen. Wenn die da sind, ärgern die mich eh. Die Nase habe ich dicht. Und ja, jetzt habe ich gerade dann noch eine zweite Ladung Macarons gemacht. Die erste war mit Haselnüsse, die zweite jetzt mit Mandeln. Die erste habe ich natürlich erst mit der Maschine rühren lassen und dann mit Hand nochmal so geschlagen, dass er ein bisschen weicher ist. Und das ist aber nicht so geworden. Und jetzt heute Abend sagte Udo, mach den Rest, ja, damit der Teig so honigartig ist, doch mit der Maschine. Und das habe ich gemacht. Das sind solche Teile geworden, zeige ich euch gleich. Ja. Schon keine Lust mehr. Udo holt jetzt gerade den Lenny wieder ab. Mal gucken, ob er da gegessen hat. Ansonsten wartet hier was. Da bringt ja nichts, wenn er doppelt isst. Ja, und dann bin ich froh. Die Schwimmtaschen stehen noch nass hier vor der Waschmaschine. Die Sachen muss ich dann noch erstmal rausholen und waschen. Und ja, aber da habe ich eigentlich gar keine Lust zu. Ich bin froh, wenn die Kinder gleich im Bett sind und ich kurz danach hinterhergehen kann. In der Hoffnung natürlich, dass ich schlafen kann. Ja, deswegen habe ich mich heute auch nicht wirklich gemeldet. Ich war echt fast nur unterwegs. Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr gehabt. Aber so weit gibt es auch mal. Ja, und dann, wie gesagt, waren wir ja einkaufen. Da sind die Regale leer. Wir haben Donnerstag Feiertag, genau. Die Regale sind leer. Der Laden macht ja nie wieder auf. Schlackerst echt immer mit dem Kopf. Also was anderes kann ich eh nicht mehr dazu sagen. Ja. Ich bin so platt. Ich bin heute echt platt. Wollen wir nicht jammern. Ich zeige euch jetzt meine Macarons. So, das sind meine Haselnuss-Macarons. So sehen die aus. Dafür, dass ich die zum ersten Mal gemacht habe, sind die echt gut geworden. Und die schmecken super lecker. Und jetzt zeige ich euch die anderen. Und die habe ich mit der Maschine nochmal geschlagen. Und die sind, obwohl ich die genauso gemacht habe wie die anderen, viel größer. Aber die schmecken auch gut. Obwohl die mit Haselnuss mir einen Ticken besser schmecken. Ja, die kühlen jetzt hier erstmal aus. Guten Morgen. Wir haben heute den 31.10. Halloween. Ja, noch ist aber kein Halloween bei uns, doch. Das könnte die Rumpelkammer sein. Hier steht alles Kopf, aber
Es wird gleich beseitigt. Wir haben 20 nach 9. Ich habe heute Morgen schon, bevor ich die Kinder weggebracht habe, habe ich es geschafft, die Wäsche abzunehmen. Jetzt steht so ein Berg Wäsche wieder da. Genau, den muss ich irgendwann mal wieder bügeln. Ja, dann habe ich die Kinder weggebracht und war dann kurz einkaufen. Und jetzt bin ich hier, muss die Taschen ausräumen und das Chaos beseitigen, weil ich muss die Macarons noch füllen und ja, wie gesagt, ja, aufräumen, den Tisch dekorieren und soweit alles fertig machen. Weil heute Abend kommen ja meine Eltern und meine Schwester. Und ja, mal gucken, ob die Theorie wieder mit der Praxis zusammenpasst. Die Theorie ist ja immer schön, die Praxis sieht ja immer ein bisschen anders aus. Aber ich habe euch auf jeden Fall guten Morgen gesagt und das ist ja schon mal gut. Habe ich das Wichtigste für heute ja schon mal gemacht. Ja, die Nacht geschlafen habe ich wieder, naja, aber ging, es gab schon Schlimmeres. Wir wollen nicht jammern. Und ich habe jetzt Lust aufzuräumen. Ich wusste gar nicht, dass ich so witzig sein kann. So, ich habe mich eben umgezogen, aber das ist gar nicht so interessant. Das Schild steht, weil ich euch mal zeigen muss. Ich war ja gerade einkaufen, wie ich ja gesagt habe. Nichts Besonderes. Getränke, Hundefutter, ein bisschen Fleisch und so weiter und so fort. Und da hatten sie Klosteine im Angebot. Meine Klosteine. Von WC Frisch. Und da habe ich mir dann zwei Stück mitgenommen. Einmal diese hier. Und einmal diese, weil ich mag das ja, wenn das Wasser gefärbt ist. Und dann haben sie noch eins gehabt. Ich liebe ja Verpackung und ich liebe Olaf. Und da haben sie eins von Winterfrisch, vor allen Dingen Winterfrisch, WC Frisch, Winter Magic, Eis, Eis Baby. Guckt mal den Olaf drauf an. Ich weiß jetzt nicht, also es gibt keine Farbe ab, ich weiß auch nicht, ob wenn du auf dem Pott sitzt, ob dann alles gefriert, keine Ahnung. Ja. Ja. Wie ist es denn bei euch? Wie ist es vom Wetter her? Bei uns waren heute Morgen 3 Grad. Die Sonne scheint, es ist kalt. Und heute Abend, wenn ich oder wenn wir mit den Kindern dann raus wollen, soll es wohl regnen. Wir warten mal ab. Wir lassen uns überraschen. Ja, wir haben ja morgen Feiertag, ihr habt, oder vielleicht ein Teil von euch hat ja heute. Was macht ihr denn da Schönes oder habt Schönes gemacht? Das könnt ihr mir mal schreiben. Ja, wir haben morgen und in der Stadt, ich finde das immer gut. Da grault mir schon wieder, wenn es auf Weihnachten zugeht, weil Weihnachten kommt ja, wie jeder weiß, ganz spontan. Zang, aus der Erde geschossen, Weihnachten. Wie die Leute dann einkaufen. Ich möchte dann manchmal mal mich hinstellen und einfach nur, wie man so in den Sendungen kennt, so alles an dir vorbei. Wie du dann siehst, wie die dann die Wagen vollpacken, als wenn die Läden nie wieder aufmachen, ne? Halleluja. Ja, ich meine, jeder so wie er mit, da halte ich mich sowieso raus. Aber Respekt. Respekt, Respekt. Ne, Hummel? Genau. Er kommt aufräumen. Ja, hier sieht er noch aus. Wir haben jetzt 9:30. Bin mal gespannt, was ich das schaffen soll. Also auf. So, den Tisch habe ich dekoriert. Den zeige ich euch jetzt einfach mal in Ruhe. Hier habe ich so lecker Gebisse hingelegt. Brausemumien, Dekospinnen und so Glotzer. So komische Augen, wo das Innere dann auf einmal sauer und flüssig wird. Ja. Dann noch ein bisschen Deko. Hier solche Katzen und Kürbisse und alles. Ja, so habe ich das gedeckt. So sieht das dann aus. Tja. Ich denke mal, das reicht für heute Abend. Da bin ich wieder. Wir haben 4:15 und
Es läuft wieder super. Ich habe bei der lieben Purzelcake, ja, das Rezept für die Macarons gefunden, nachgemacht. Sehr, sehr, sehr lecker. Und wollte eigentlich auch die Augen und die Mumien nachmachen. Müsst ihr mal bei ihr gucken gehen, falls ihr Interesse habt. Sie macht sehr tolle Rezepte, vor allen Dingen gehen die auch alle auf und schmecken super. Wollte diese Augen machen, aber ich habe das nicht so wie sie, den flüssigen Teig schon in Blau und Schwarz und so weiter gemacht, sondern ich wollte dann malen, die Mumie machen und wie das dann so ist, kommt ja immer alles anders, als man denkt, ne? Habe ich euch ja heute Morgen, au, heiß, habe ich euch heute Morgen ja schon erzählt. Theorie und Praxis passt nicht zusammen. Ja, wir haben die, nee, nicht wir, ich habe die Kinder von der Schule abgeholt und Kindergarten. Dann haben wir noch Hausaufgaben gemacht und da bei uns jetzt quasi Wochenende ist, weil morgen haben wir Feiertag und Freitag haben wir auch frei. Da haben wir beweglichen Feiertage. Nennt man das beweglichen, ne? Ja, genau. Auf jeden Fall haben wir auch frei. Wir müssen Montag immer und dementsprechend haben wir dann Hausaufgaben aufgekriegt. Lenny sagte direkt, ach Mama, haben wir doch Zeit. Ich sage, nee, machen wir lieber jetzt. Und dann haben wir komplett Wochenende. Wir müssen uns da nicht drum kümmern. Ja, hast auch wieder recht. Ja, dementsprechend kriegen sie ja dann ordentlich Hausaufgaben auf. Haben wir auch gemacht. Und ja, dementsprechend ging der Zeitplan überhaupt nicht auf. Das waren jetzt nicht die Hausaufgaben schuld, aber eben der Trödeln von mir dann auch noch. Und auch, wir haben ja noch. Ja, jetzt wird die eine Füllung nicht hart, die ich für die Macarons habe. Die habe ich jetzt in eine Truhe getan, weil jetzt gleich muss ich meinen Neffen abholen. Dann werde ich da meine Kinder schminken, also die drei schminken. Ja, dann kommt meine Schwester auch schon und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber das nervt mich dann schon. Dann plagen mich Kopfschmerzen. Ich habe den ganzen Tag heute, gestern habe ich ja so schlimme gehabt, heute bis jetzt, oh, ich sag mal knapp vor einer Stunde nichts gehabt. Und jetzt ballern die wieder schön rein. Aber ich merke, oh, ich habe die Nase alles zu. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt, wer weiß wie, krank werde oder so. Guten Tag, meine Prinzessin. Ja, so ist das. Ach ja, und was noch Schönes. Alles gut? Die ist so aufgedreht. Wie die Leute in der Geschäfte. So ist Emma. Ja, was wollte ich jetzt? Ach ja, und zur schönen Unterstützung habe ich dann heute das gekriegt, was die Frauen so einmal im Monat lieben. Ne? Also wunderbar. Habe ich echt Bock drauf. Aber was willst du machen? Musste durch, ne? Musste durch. Ja. Ich werde dann jetzt hingehen und mich mal fertig machen. Ne, nicht mich, die Kinder, um dann loszudüsen. Ach so, ich zeige euch noch Vampirblut. Orangensaft mit Lebensmittelfarbe gefärbt. Ich zeige es euch. So sieht unser Vampirblut aus. Orangensaft eingefärbt und kurz bevor die Gäste kommen, werden die Augen da noch reingeschmissen. Mama, kann ich das? So, das ist die Gesamtausbeute der Kinder. Das ist die riesen Tupperschüssel. Da haben die sich ordentlich ins Zeug gelegt. Und ja, hatten sehr, sehr viel Spaß dabei. So, hallihallo. Wir haben mittlerweile 21 Uhr und was soll ich sagen? Ich habe die Kinder heute Nachmittag geschminkt alle. Dann kam meine Schwester schon und dann sind wir dann losgezogen. Hier durch die Gasse und ab in die Stadt. Denn da haben die Geschäfte heute, ich glaube, war das von 16 bis 20 Uhr oder so. Ja, da konnten die Kinder dann in die Geschäfte gehen und dann eben ihr Lecker abholen. Und das haben meine Kinder auch gemacht. Ich glaube, das war irgendwie 5 Uhr, als wir losgegangen sind. Und ja, dann sind wir dahin, da konnte man noch Kürbis schnitzen, was trinken und Musik hören.
Ja, es war richtig schön gewesen. Das Wetter war zwischendurch, hat es mal genieselt, dann war doller genieselt und es war brechend voll. Aber die Kinder haben so viel Spaß gehabt und sind auch hier in der Nachbarschaft noch schellen gewesen. Bei uns waren auch einige, aber ich muss sagen, dieses Jahr waren viel weniger als sonst. Aber das ist ja auch immer unterschiedlich, ne? Gerade wer was vorhat. Aber es war schön, aber ich bin auch ehrlich, ich bin kaputt. Deswegen, ich wollte eigentlich nur Tschüss sagen. Die Ausbeute habt ihr ja gesehen. Da haben die Kinder wieder ordentlich zu essen. Und ja, ich wollte mich nur verabschieden, euch noch einen schönen Rest Mittwoch wünschen. Und ja, sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.